Vorhin haben wir ein Pärchen der Bruchwasserläufe gesehen. Bruchwasser, das ist gebrochenes Wasser, oder? Ja, sie haben sich einfach nur hinter dem Schilf versteckt. Und das? Ist eine lappländische Waldschabe. Und wir wussten nicht, ihr fehlt ein Flügel, ob das angeboren ist, also durch einen Defekt oder ob er abgefressen wurde. Das ist der große Wollschweber. Ein interessantes Insekt. Er hat fast wie ein Pelz, er hat so viele Haare und er schwebt wirklich wie ein Kolibri. Man sieht ihn häufig im Frühling. He? Ja. Er ist einer der ersten. Aber die Larven sind leider Parasiten. Sie fressen Larven von Wildbienen oder Grabwespen. Hier kommt unsere Hauptdarstellerin oder Darsteller, vermutlich ein Er. Sie begutachtet ihre Kolonie, ihr Futter. Welche Ameise das ist, wissen wir nicht. Nein, ich konnte sie nicht bestimmen. Das ist so schwierig, Ameisen zu bestimmen. Und auch die Blattläuse, die wir sehen hier, die Kolonie. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ja. Aber wir können sie jetzt sehr schön beobachten, wie sie ihr Futter sammelt. Mit den beiden Fühlern tätschelt. Sagt man das in Deutsch? Kann sein. Tätschelt sie das Hinterteil der Blattläuse. Und das animiert diese, den Tropfen auszuscheiden. Und diesen Tropfen nehmen, fressen die Ameisen. Ja, man sagt dem Honigtau. Es ist eine Flüssigkeit, eine zuckerhaltige Flüssigkeit. Ja, die Blattläuse saugen den Pflanzensaft auf und scheiden dann diese Zuckerlösung aus. Ja. Und die Ameisen lieben das und deshalb beschützen sie sie. Also auch wenn ein Marienkäfer kommen würde, würden sie diesen vertreiben. Genau, ja. Es ist also wirklich eine Symbiose. Ja. Man könnte jetzt sagen, ja, das ist doch ekelerregend, die fressen die Ausscheidung dieser Blattläuse. Aber wir können uns Folgendes überlegen, die Bienen sammeln ebenfalls, genau, ja, Honigtau bei den, ja, Blattläusen, also ihre Ausscheidung, nehmen das in ihren Magen. Das kommt dann wieder heraus und wird zu Honig und wir lieben diesen Honig. Also er war schlussendlich durch den Verdauungstrakt durch den Blattläuse und dann auch noch durch die Biene. Ja. Und wir lieben das. Also da ist eigentlich alles Geschmackssache. Genau. Und das kann man zwar hier eben nicht sehen, aber die Blattläuse, die sind lebend gebärend. Ja. Und wir konnten das einmal beobachten. Die Blattlaus hat gesaugt vorne und hinten hat sie ein Junges geboren. Genau. Also nichts hält sie vom Saugen ab. Ja. Es war eine recht große Kolonie. Ja. Ja gut, also die Blattläuse, die scheiden diese Flüssigkeit so oder so aus, oder? Ja, sie müssen. Ja. Sie haben einen hohen Durchlauf.
weil sie der Pflanzensaft ist nicht so zuckerhaltig. Also. Ja. Eine schöne Schnecke, die konnte ich leider auch nicht bestimmen. Es gibt so viele Schnecken. Schneckenarten. Sie schätzen etwa 100.000, aber das ist immer noch fraglich. Es könnten auch viel mehr sein. Und die Schnecken an Land, da sprechen Sie etwa von 25.000 Arten. Also wenige, warum konntest du sie nicht bestimmen? Also oh, lala. Es gibt nicht so viele Informationen über Schnecken. Sie sind bei den Menschen anscheinend nicht so beliebt. Ja, doch, Escargot, oder? Die Franzosen mit der Kräuterbutter. Ja, die Weinbergschnecke. Ich habe das einmal gegessen und nie wieder. Also, ja. Das ist ja furchtbar. Ich habe es nie gegessen. Man kann die Kräuterbutter auch so nehmen, also ohne Schnecke. Weil das Fleisch war zäh, gedrig. Ja. So, und überhaupt nicht schmackhaft. Aber sie sind Nahrung für viele andere Tiere. Ja. Vögel, Füchse, Mäuse. Igel. Ah, Mäuse weiß ich nicht. Ja, hier sehen wir, sie scheidet Kot aus und dieser Kot wandert unten an ihrem Fuß herunter. Also sie kann ihn nicht abwerfen. Und jetzt klebt sie diesen an der Blüte fest. Hä? Ja. Sie können ziemlich alt werden. Sie können 1 bis 10 Jahre alt werden. Ja. Aber diese hier, das weiß ich nicht. Man sieht auch, wie beweglich sie eigentlich sind. Trotz dem Haus. Ja. Ja, das ganze Gewicht langsam gedreht wird. Vorne an den Fühlen, das sind die Augen, oder? Das schwarze, ich glaube, der schwarze ja. Punkt. Ja. Und eigentlich ist das alles ein Fuß. Fuß mit Kopf, denke ich. Ist das. Das ist eine Weidensandbiene. Und sie ernähren sich wirklich nur an Weiden. Und hier schon unser nächster Schauspieler. Ja, das ist eine Faulfliege. Sie ist sehr faul. Ja. Man sieht das gut, also sehr langsam, sehr gemächlich. Sie ist sehr klein, sie ist nur etwa 5 mm lang. Ja. Ja, das Größenverhältnis Brombeere und Fliege. Ja. Und sie leben am Waldrand, das war wirklich am Waldrand, wo wir diese filmen konnten. Und die Larven, die entwickeln sich in verrottetem Holz. Also sind eigentlich Nützlinge in diesem Sinne. Ja. Sie sorgen dafür, dass das Holz abgebaut wird und in Humus umgewandelt wird. Genau, ja. Sie sind fotogen, sie sind sehr langsam unterwegs. Auch hübsch. Ja. Etwas faul, aber sonst immerhin reinlich. Ja, aber sie macht eine schöne Demonstration. Ja, ja. Sie macht auf YouTube. Die sind alle eitel, diese Fliegen. Genau. Sie sieht schon speziell aus von vorne. Eine schöne Aufnahme.
wenn die ganze Fliege 5 mm ist, ist der Kopf nur ein Bruchteil davon. Ja. So, das wär's für heute. Bis später. Bis dann.